Hi Leute, wir sind wieder zurück für euch im Depot. Heute machen wir ein Post-Special zusammen. So, dann fangen wir auch gleich mal an. Wir beginnen mit Reverse, Lunges und Squats im Wechsel. Das heißt, wir stellen uns schön hin und zack und nach hinten. Wir machen 20 Wiederholungen, 2 Sätze und dann beginnen wir gleich. Okay, und 1, 2, 10, 9, 8. Schön den Bauch anspannen, besonders bei den Lunges. 3, 2, 1. Sehr schön. Kurz die Beine ausschütteln. Dann gehen wir über zu Runde 2. So, einmal durchatmen. Konzentriert euch darauf, immer den Bauch anzuspannen, auch hier im tiefsten Punkt. Und drückt euch schön nach oben. So, dann beginnen wir mit Runde 2. Etwas über Schulterbreit. 1, 2. Wir machen wieder 20. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sehr schön, wir gehen über zur zweiten Übung. Wir starten mit den Knien auf der Matte und haben jetzt 4 Schritte, die wir machen. Und zwar 1, 2, 3 und wieder runter. Okay? Also quasi 1, 2, 3, 4 mit einem Sprung dazwischen. Wir versuchen, wenn wir hier hochgehen, halten wir kurz hier, dass wir nicht schon hier sind, sondern wir drücken uns aus der untersten Position schön hoch in den Sprung. Auch hier wieder 20 Wiederholungen. Dann legen wir mal los. Okay. 1, 2. Schön hoch springen. Und schön tief landen. 5. Sechs. 8. 9. 10. 10 weitere. Durchhalten. 5 weitere. 4. 3. 2. Und der letzte. Super, okay. Sehr schön. Wir gehen über zu etwas isolierteren Po-Übungen. Okay. Wir gehen in die Tischposition. Schön mit den Händen aufstellen und wir machen jetzt einen Beckenlift, aber einbeinig. Also wir drücken quasi hier hoch, jedoch nehmen wir ein Bein hoch und dann drücken wir hoch Okay? Machen wir pro Seite zweimal, à 15 Wiederholungen. Genau, dann legen wir mal los. Und 1, schön ausatmen beim Hochgehen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln direkt die Seite, wir machen keine Pause. Und drücken direkt wieder hoch, Bauchspannung halten, denkt dran. Drei, vier, fünf. 2 Stück. Okay, wir entspannen uns kurz, dann machen wir unsere zweite Runde. Wir fangen wieder mit dem ersten Bein an. Wir lockern mal kurz die Handgelenke. Da ist viel Spannung drauf. Und versucht wirklich, wenn ihr euch hochdrückt, wirklich isoliert aus dem Po-Muskel das Ganze nach oben zu befördern. Denkt richtig dran, das ist wichtig. Wichtig ist hier wirklich die Muscle-Mind-Connection, sonst wird das Ganze nichts. So, dann gehen wir wieder in Position. Erstes Bein und 15, 14, 13. Schön den Bauch anspannen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln direkt die Seite. So. Sehr schön. Auch hier wieder 15. 15. 14. 13. 12, 11 und noch 10. Noch 3, 2, 1. Sehr schön, die Übung habt ihr geschafft. So, dann gehen wir jetzt nochmal in die Squat-Position. Wir machen Pulse-Squats, das heißt, wir gehen runter, pulsieren unten 3 Mal und gehen dann wieder nach oben. Wir stehen etwas über Schulterbreit, gehen runter, 1, 2, 3 und nach oben. Wir pulsieren 20 Mal und machen dies auch 2 Sätze. So, dann auf geht's, hinstellen. Und Bauch schön anspannen, oben sowie unten. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Schaut, dass eure Knie schön weit außen sind. Also klappt nicht mit den Knien nach innen. 9, 10 und noch weitere 10. noch 8, 7. 6. Schön nochmal auf die Fuß- und Kniestellung achten. 5, 4, 3, 2 und der letzte. Halten wir noch mal kurz, wir pulsieren 5 Mal und nach oben. Sehr schön. Wir machen gleich noch einen zweiten Satz, nur kurz entspannen, mal ausschütteln, den Muskel ein bisschen lockern. Genau, zu der Position nochmal wollte ich sagen, wenn ihr hier runter geht, im optimalen Fall sind eure Knie über dem zweiten Fußzeh und euer Fußbett sollte nicht nach innen abknicken, sondern haltet das schön aufrecht, dann verändert sich die Kniestellung und damit auch die Muskelstellung. Dann gehen wir über zur Runde 2, nochmal ein bisschen breiter und wir machen 20 Stück, schon hier drauf achten. Sind eure Füße leicht angehoben und 20, 19, 8 auf den Rücken, dass der schön gerade bleibt, kein Hohlkreuz, kein Buckel, holt das Becken ran. Noch 13, 12, 11 und noch 10. Nochmal darauf achten, dass ihr richtig schön tief geht. Schaut immer wieder, setzt euch richtig tief rein. Wir wollten am untersten Punkt federn. Und noch 8, 7, 6. Schön durchhalten. Schön sauber unten federn. Und noch 2. Und den letzten. Sehr schön. Wir gehen wieder runter auf die Matte. Wir machen jetzt einbeiniges Beckenheben. So. Legt euch schon gemütlich hin. Schultern haben festen Kontakt zur Matte. Wir heben das eine Bein an und ziehen das immer schön von hier ran, während wir hochgehen. Dadurch dehnen wir den Po-Muskel hier ein bisschen mehr, was dem schwerer macht, etwas zu kontrahieren. Bedeutet, das wird ein bisschen anstrengender, je mehr ihr ranzieht, okay? So, dann machen wir auch hier 15 Mal pro Seite, 2 Mal. Und 15. 14, auch hier, Bauch einziehen, schön ranholen. 10, 9, Kraft ist auf der Ferse, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und direkter Wechsel. Wir stellen unser Bein gleich weit weg hin. Und ziehen das Bein hier ran. Schöner fester Kontakt. Die Ferse hier drückt in den Boden. Die Fußzehen haben eigentlich nicht so viel Kontakt. So. 15. 14. Bauch oben reinziehen. 13. 12. 11. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln direkt und denkt dran, Ausatmen, während ihr hochgeht. Das hilft euch, euren intraabdominalen Druck zu halten. Das heißt, die Bauchmuskelspannung, die dafür sorgt, dass ihr euren Rücken beschützt. Und 15, 14, 13, 12, 11 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, der letzte, direkter Seitenwechsel. So, kommt nochmal zusammenreißen, auf geht's. 15, 14, 15. Und die letzten 5, 4, nochmal richtig anspannen, 3, 2, 1, sehr schön, super gemacht. So, wir machen jetzt etwas auf der Bauchvorderseite, wir legen uns flach hin, gehen nochmal ganz isoliert auf den Po-Muskel, wir nehmen unsere Arme hier nach vorne, ihr könnt eure Stirn drauf ablegen. Und jetzt drücken wir das Becken in den Boden und gehen 20 Mal hier nach oben. Okay? Wir machen auch wieder 2 Sätze, à 20 Stück. Und wir legen los, macht euch bereit. 20, 19, Bauch wieder anspannen und Becken in den Boden. 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause, wir legen ab. So, ganz wichtig hier, wir drücken das Becken richtig aktiv in den Boden, damit wir so wenig wie es geht ins Hohlkreuz gehen, sondern wir haben wirklich permanent guten Kontakt von der Beckenseite auf der Matte, damit wir aktiv in den Po-Muskel reindrücken können. So. Dann legen wir uns wieder hin und machen uns bereit. Kopf ablegen, Beine anwinkeln und 20, 19, 10. 3, 2, 1, sehr schön. Wundert euch nicht, der Bewegungsradius hier ist gar nicht so groß, sonst drückt ihr aus dem Rücken und nicht mehr aus dem Po-Muskel. So, dann gehen wir jetzt auf die Unterarme und machen Kickbacks, einseitig. Auch 20 Stück, machen wir einmal pro Seite. Dann habt ihr es auch schon fast geschafft. So, hier Bauch anspannen. Ein Bein und Fuß fest auf den Boden und den anderen zum Hochkicken bereit machen. 20, 19, 18, 17, Bauchspannung halten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln. Atmet schön aus, wenn ihr hochkickt. Auch damit helft ihr eurem Bauch, euer Becken ranzuhalten. Und 20, 19, 18. Und noch 8, 7, schön aktiv nach oben kicken, 6, 5, 4, die letzten 2, 1, sehr schön. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal, dann habt ihr noch eine Sache für die seitlichen und dann seid ihr fertig, also haltet durch. So. Wir gehen direkt wieder nach unten und machen die erste Seite, ein zweites Mal, 20, auf geht's, 19, achtet auf den Bauch, atmet schön aus, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und der letzte. Wir wechseln direkt die Seiten. Schaut, dass euer Rücken schön gerade ist. 20, 19, 18, 17, 16, 15. 14, auf geht's, 5, 4, 3, 2, 1, ihr habt es geschafft. Sehr schön, ein bisschen locker machen. Wir gehen jetzt in die Bankposition. Wir machen hier das Knie nach außen, kicken einmal, ziehen ran und gehen runter. Das machen wir 20 Mal auf einer Seite und 20 Mal auf der anderen Seite. Wir wechseln nicht ab, wir machen es nur auf einer Seite. Okay, also macht euch bereit. Schön gerade bleiben mit dem Rücken, Bauch anziehen. 1. 2, 3, wer es nicht ganz ausstrecken kann, hebt nur hoch. 10, 9, 8, schön Bauch anspannen, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr schön. Wir gehen direkt über zur anderen Seite. Die wird euch jetzt ein bisschen schwerer fallen, weil die ja schon gehalten hat. So. Und nochmal 20. Auf geht's, noch einmal zusammenreißen. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 10, kommt, dabei bleiben, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Noch einmal 10 pro Seite, dann habt ihr es geschafft. So, hier müsstet ihr es schon ordentlich merken, dass es jetzt brennt. Wenn es noch nicht genug war, macht es einfach nochmal. So, und noch einmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Zweite Seite. 10, 9, Bauch anspannen. Kommt nochmal alles Rohr rausholen. Und 6, 5, 4, Rücken geladen lassen. 3, 2, 1. Super, sehr schön gemacht. Freut mich, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal im Depot. Macht's gut.